Guten Morgen, Wanderfreunde, Thomas vom Wanderblog. Ich begrüße euch. Heute sind wir in der Eifel unterwegs, genau genommen in Boos. Hier beginnt der Stumpfarmweg. Die Strecke ist ungefähr 15 Kilometer lang und hat 270 Höhenmeter. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie die Wanderung so ist und warum der Stumpfarmweg so heißt, dann kommt mit. So, jetzt sind wir auf den Eiffelturm. Nein, der heißt nicht Eiffelturm, der heißt Booser Eiffelturm. Ein Aussichtsturm. Und von oben hätte man normalerweise eine wunderbare Sicht, aber hier sieht man gar nichts. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele Treppen das waren, aber das waren schon einige. Ganz schön anspruchsvoll, aber wir haben es geschafft. Und ja, wie gesagt, die Aussicht leider eine Katastrophe. Alles neblig. Da vorne liegt eigentlich Boos, aber es ist versunken im Nebel leider. Kann man nichts machen. Ja, das Wetter heute, wie ihr seht, auch wieder mal wieder beschissen. So in den letzten Wochen und Monaten. Quasi Dauerregen. Also wir hatten ganz selten mal einen Tag, wo es mal trocken war und ja, wo die Sonne rauskam. Ja, leider ändert sich das auch nicht. Doch, es ändert sich. Es wird kälter und es soll ein oder anderer Tag sogar schön werden. Und da bin ich mal gespannt. Da würde ich sagen, geht hier die Treppen hinunter. Bis später. Ja, die ganze Zeit hatten wir gerade so Alarmsignale, also so schrille Geräusche von allen Seiten. Wahrscheinlich muss uns was passiert sein oder sowas. Kann auch ein Probealarm sein, keine Ahnung. Ja, Wetter, wie gesagt, nicht so schön. Es schisselt immer wieder ein bisschen, aber der richtige dicke Regen, der kommt zum Glück nicht. Ja, hier vorne, das zeige ich euch nochmal. Das Zeichen des Stumpfarmwegs. Da haben wir ihn. Das ist übrigens eine Hutkrempe und die zeigt uns immer den Weg. Ja, der Stumpfarm. Was hat das für eine Bedeutung? Und zwar geht es um den Serienmörder Johann Meyer. Der wurde 1886 in Urfeld geboren. Hat dann viele Jahre in Boos gewohnt. Ja, und alles andere erzähle ich auch später. Es geht jetzt Richtung Brücktal und ich glaube, da war der Johann Meyer auch gewesen.
So, da bin ich euch noch schuldig, warum der Johann Meyer Stumpfarm genannt wurde. Ganz einfach, bei Feierlichkeiten im Mai, den sogenannten Freudenschießen, hat er seine Hand weggesprengt. Und das war ein Missgeschick. Und seitdem hat er keine Hand mehr. Wurde als Krüppel abgestempelt, konnte dementsprechend auch nicht mehr arbeiten. Dementsprechend konnte er sich auch keine Wohnung oder Haus leisten. Das hieß, er war obdachlos und ja, zog quasi in den Wald, versteckte sich dort viele Jahre. Ja, und 1916 hat er seinen ersten Mord begangen. So, weiter auf dem Stumpfarmweg kommen wir zu einer weiteren Infotafel. Vorne ist sie. Ja, der Weg ist sehr gut ausgeschildert, muss man sagen. Also braucht man normalerweise keine Karte oder sowas. Auch die Tafeln richtig klasse, sehr interessant. Sein vierter Mord und darunter steht sein fünfter Mord. Also er hatte 5 Morde begangen. Und diese Morde, die waren auch sehr bestialisch, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Ihr könnt euch auch gerne im Internet informieren. Bei Wikipedia gibt es einen Eintrag. Ja, auf jeden Fall 1916 ist er, wie gesagt, in den Wald, hat er sich versteckt und hat hier sein Unwesen getrieben. Wildereien, Diebstähle, Körperverletzungen, also das volle Programm. Und von 1918 bis 1919, wie gesagt, hat er diese 5 Sachen begangen. Er wurde 1919 festgenommen. Woanders habe ich gelesen 1922, also bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, was jetzt stimmt. Ja, wurde festgenommen, nach Koblenz ins Gefängnis getan und ja, später nach Köln. Aber das erzähle ich euch dann später. So, jetzt bin ich ein bisschen schlauer. Auf der Infotafel stand es. Also wie gesagt, 1919 wurde er festgenommen, verhaftet. Aber erst 3 Jahre später konnte man ihn anklagen. Und dort hat ein Schwurgericht ihn zum Tode verurteilt. Er hat seine Taten, also 3 Frauen, 2 Männer, nie gestanden. Von Koblenz kam er dann nach Köln in den Klingelpütz und dort wurde er mit 37 Jahren enthauptet. Ja, sehr bewegend, die Geschichte, also die auch wirklich wahr ist. Und ja, schön, dass es so einen Wanderweg gibt, der darüber ja, Infos gibt. Ist mal was anderes, finde ich. Und ja, jetzt geht es wieder langsam den Berg hinauf, zurück nach Boos. Aber wir haben noch ungefähr ja, noch 3 Kilometer, 3,5 Kilometer. So würde ich sagen, bis später.
So, die Wanderung geht jetzt zu Ende. Uns hat der Stumpfarmweg gut gefallen. Ja, vor allen Dingen die Geschichte dahinter war sehr interessant. Auch die Informationstafeln dazu. Also ein interessanter Weg auf jeden Fall. Ja, die Wegführung an sich, das war nichts Besonderes. Meistens breite Wald- oder Feldwege. Ging auch mal durch ein, zwei Orte. Aber ja, der Weg an sich unspektakulär. Aber wie gesagt, das Wetter war auch nicht so besonders. Im Sommer oder so sieht das wahrscheinlich anders aus. Toll auf jeden Fall, wie gesagt, die Informationstafeln und so. Wetter, wie gesagt, habe ich ja gesagt, nicht so schön. Aber das hat zum Glück nicht geregnet. Nur mal kurz gefisselt und sowas. Das ging alles. Aber man merkt schon, es wird so langsam richtig kalt. Der Winter steht wieder vor der Tür. Nächste Woche soll es wieder Minusgrade werden. Ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir noch ein Like, ein Abo oder Kommentar da. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten bis zum nächsten Video. Euer Thomas.